Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben ein sehr aktuelles Thema. Das Thema heißt Corona, was uns alle sehr beschäftigt. Und wir freuen uns, dass Herr Martin Mörtel gekommen ist. Herr Mörtel ist der Leiter der interdisziplinären Notaufnahme an den Vidya-Kliniken, Standort St. Vinzentius Krankenhäuser. Herr Mörtel, Corona ist da. Was machen wir jetzt? Wie können wir verhindern, dass alle krank werden? Das Wichtigste sind erstmal die Einhaltung der Basishygiene, sprich Hände waschen, eine gewisse Niesetikette einhalten, versuchen in den Ellenbogen zu niesen, genügend Abstand zu vermeintlich Infizierten zu halten, Massenveranstaltungen, wenn möglich, fernbleiben, gerade wenn man eine Vorerkrankung hat. Müssen wir jetzt alle die Straßenbahn meiden? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Die Gefahr, dass da jemand angesteckt wird, ist relativ gering. A, ist momentan die Durchseuchungsrate sehr gering. B, braucht man eine gewisse Zeit einfach, dass die Wahrscheinlichkeit einfach da ist, dass man sich infizieren kann. Wichtig ist, verschiedene Kriterien, zum Beispiel die Face-to-Face-Time. Das sind letztendlich 15 Minuten unterhalten in einem Abstand von unter 2 Metern. Muss ich jetzt Angst haben, wenn ich die Türgriffe benutze, die Eingangstüren anfasse, wenn ich auf fremden Toiletten bin? Nein, da braucht man keine Angst haben. Wichtig ist eine gute Hygiene, auch hier wieder auch ein bisschen mitdenken, dass man sich nicht nach jeder Berührung gleich an den Mund fasst oder einatmet. Solche Sachen sind wichtig, damit kann man schon sehr, sehr viel erreichen. Also nur intensivere Hygienemaßnahmen. Nun haben wir hier auf dem Tisch so eine Reihe von wunderbaren Dingen, die zum Teil in Form eines Schwarzmarktes schon hoch gehandelt werden, so Desinfektionsmittel. Was ist davon eigentlich sinnvoll? Muss man das alles benutzen oder wie ist das? Es kommt nur darauf an, also im privaten Bereich oder im Nicht-Krankenhausbereich, da ist die Seife natürlich wichtig, eine vernünftige Hygiene ist wichtig. Die Desinfektionsmittel, die sind natürlich vor allem jetzt für die Klinik und für den Bereich, wo sensiblere Geschichten passieren, ist das natürlich durchaus von Bedeutung. Allerdings, wie gesagt, für den normalen Bereich kann man davon absehen. Also man braucht jetzt auch nicht mit Mundschutz durch die Gegend laufen. Das war jetzt die Frage. Also im häuslichen Bereich ist es nicht unbedingt nötig, wenn man sich dort auch ordentlich die Hände wäscht. Richtig. Und wie ist es mit diesen ganzen Mundschutzgeschichten? Da gibt es ja nun ganz unterschiedlich auch in den Medien vorgestellte Mundschutzuntertypen, die man benutzen kann oder nicht benutzen kann. Wer soll das überhaupt tragen, so ein Mundschutz? Also wenn man jetzt einen Infekt hat und den Verdacht hat, man hat eventuell eine Infektion mit Influenza oder Corona, dann macht das durchaus Schutz. Einerseits macht das Sinn, einerseits um eben den Mundschutz zu tragen, dass man andere nicht anstecken kann. Andererseits aber auch, wenn man angehustet wird durch eine Tröpfcheninfektion, wie ja der Keim übertragen wird, dass man sich selber dadurch schützt. Das heißt, der Mundschutz ist wichtig für den, der glaubt, es zu haben, aber nicht für den, der glaubt, es nicht kriegen zu müssen. Richtig, es sei denn, er befindet sich jemand gegenüber, wo ein wirklich erhärteter Verdacht besteht, dann ist es natürlich für den auch wichtig. Nun haben wir mal die Sorge, dass jemand infiziert ist und er hat bestimmte Beschwerden. Welche Beschwerden kann jemand haben, der Coronavirus belastet ist? Das Problem ist, dass die Symptome am Anfang alle relativ unspezifisch sind. Die können eine ganz normale Grippe imitieren. Es ist ja letztendlich auch ein ähnlicher Virus, der, man geht davon aus, von der Temperaturbeständigkeit etwas stabiler ist als der normale Influenza-Virus, sodass wir jetzt, wenn es wärmer werden wird, hoffentlich bald ein geringeres Auftreten von Influenza haben und dadurch natürlich dann etwas bessere Separation haben. Also von der Klinik, von den Erscheinungsbild ist es kein großer Unterschied zwischen Corona und Influenza der normalen Grippe. Normalen Grippe. Über 80% der Corona-Infektionen laufen relativ mit milder Symptomatik einer grippeähnlichen Symptomatik ab. Warum ist Corona jetzt so gefährlich? Oder für wen ist es gefährlich? Gefährlich ist es vor allem für ältere, vorerkrankte Menschen, zum Beispiel auch mit Lungenvorerkrankungen. Die haben durchaus ein erhöhtes Risiko. Ein gesunder, junger Mensch, der ist das Risiko sehr überschaubar. Ja, gilt das auch für Menschen, die eine Therapie haben, sagen wir mal Asthmatiker, die eine immunsuppressive Therapie haben, die Cortison einnehmen würden, wären die auch besonders gefährdet? Da besteht sicherlich ein erhöhtes Risiko. Das heißt, denen sollte man sagen, sie sollten sich nicht in größere Veranstaltungen begeben und versuchen, sich zu schützen. Richtig. Besondere Formen der Hygiene wieder einzuhalten. Mhm. Aber jetzt noch mal eine Frage zu der Weiterverbreitung. Warum geht das so schnell?
Naja, gut, in der Welt ist es natürlich so, dass wir heute eine sehr vernetzte Welt haben und dadurch natürlich viele Menschen in China sind beruflich, teilweise auch privat und dadurch natürlich, wenn ich jetzt eine Infektion habe, diese sehr schnell in der ganzen Welt herumgetragen wird und dadurch habe ich natürlich erstmal mögliche Keimquellen. Das nächste ist, dass dieser Keim ein relativ neuer Keim ist, der noch eine relativ aggressive Übertragungsmöglichkeit bietet. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen, Herr Mörtel. Vielen Dank für die Ausführungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie haben gesehen, relativ einfache Maßnahmen können helfen, vielleicht Corona ein bisschen einzudämmen und Sie zu schützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund. Ja.